Du hast mir versprochen. Servus, Mike. Grüß dich. Du, stell dir vor, was ich gekriegt habe. Ein Brief vom Anwalt. Ein Nachlass. Mein Vater ist gestorben. Ja. Ein paar Briefe waren drin. Bilder. Alte Bilder. Nein, meinst du, ich habe gewusst, vor dem brauche ich eigentlich nichts erhoffen. Ja, ist ja schon 20 Jahre her, dass ich mit dem eigentlich noch Kontakt gehabt habe. Nein, du. Durchgelesen habe ich es noch nicht. Das mache ich aber nachher auf die Nacht. Und ja, du, wir sehen uns ja morgen oder ich sowieso. Und dann erzähle ich dir, was alles drin gestanden ist in dem Brief. Gut. Ja. Ja, dann bis morgen. Gut, servus. Meiner Mutter an meinen Vater. Holger ist nach dem Unfall wieder auf dem Weg der Besserung. Werde ihn schonen und erstmal nicht damit konfrontieren, dass du und unsere Tochter nicht mehr bei uns leben werdet. Nach der Amnesie muss ich ihn so gut es geht schonen, werde ihm alles zu gegebener Zeit erzählen. Du hast mir versprochen.
Ja, Holger, jetzt erzähl doch mal endlich, was jetzt los war. Du hast mich ja völlig aufgelöst angerufen. Was stand denn in dem verdammten Brief überhaupt drin? Ja, der Brief, mein Gott, das ist ja so eine Sache gewesen, da hat meine Mutter eigentlich einen Brief an meinen Vater geschickt. Mhm. Und da steht eigentlich drin, dass ich eine Schwester noch habe. Und da hat nämlich der Arzt zu meiner Mutter gesagt, Mensch, ich soll nicht mich belastet werden damit mit sowas nach meinem Autounfall, weil ich eine Amnesie gehabt habe damals vor. Mein Gott, war ich noch Jugendlicher eigentlich. Ja, was hat das denn mit Belastung zu tun? Das kann einem doch bloß helfen, wenn man mit Menschen aus seiner Vergangenheit zusammen... Ja, das schon, aber es ist so gewesen, meine Schwester, weil meine Mutter hat sich ja von meinem Vater getrennt. Mhm. Und da ist er dann mit gewesen mit meiner mit der Schwester. Mhm. Und da wollte sie einfach nicht mich da irgendwie konfrontieren damit, dass ich nur eine Schwester habe und die wo eigentlich dann weg ist und dass ich halt dass ich dann meine Mutter dann von meinem Vater getrennt hat. Ja, du hör mal, aber mit deiner Amnesie hätte da deine Schwester dir nicht vielleicht irgendwie helfen können, wo du dich wieder an deine Vergangenheit erinnerst. Wäre eventuell eine Möglichkeit gewesen, aber jetzt bin ich halt erst einmal auf der Suche nach meiner Schwester. Das ist jetzt so, also in dem Kuvert, da ist ja alles Mögliche drin gewesen, da waren Fotos drin, da haben einige andere Briefe noch drin gewesen. Und es ist ein Brief drin gewesen, da wo die Adresse von meiner Schwester mit draufsteht. Mhm. Wo kriegt ihr das an meinen Vater? Okay. Und da möchte ich jetzt mal hinfahren und schauen, ob die wirklich da noch wohnt. Ich habe auch seitdem, dass mein Vater gestorben ist, also vor 2 Monaten in Richtung, habe ich immer Träume. Okay. Ganz komische. Ja, ich habe eigentlich noch nie Albträume, Träume überhaupt. Mhm. Fast nie irgendwie was träumen. Und jetzt halt immer das Gleiche. Und das seit 2 Monaten. Das ist halt jetzt die Frage, ob da nicht vielleicht von deiner Amnesie jetzt ein bisschen was hochgespült wird. Dass das eigentlich halt Erinnerungen an die Vergangenheit sind oder halt an deine Schwester in dem Fall. Okay, das, was dann praktisch im Unterbewusstsein im Traum dann praktisch dann rauskommt. Die Überschneidung ist zumindest schon ja, wirklich enorm, dass es exakt mit dem, oder halt auf das Datum des Todestages deines Vaters fällt. Das stimmt. Hey, was tust du da? Hey, für was? Ich suche gleich bloß meine Schwester, ich sollte bei ihrer Adresse wohnen. Oder kennen Sie das Grundstück? Wissen Sie? Ja, das Grundstück gehört meiner Tante. Ja gut, ich suche da bloß meine Schwester, Susi. Susi? Susi, die hat doch mein Kumpel geheiratet. Ah, okay, du kennst die also, oder? Ja, freilich. Weißt du vielleicht, wo die wohnt jetzt? Ja, in Ringsbach drin. In der Schwabenstraße, 13. Ah, das ist gut. Ja, danke, gell? Ja, aber jetzt schau es da oben aus, gell? Von meinem Grundstück. Thank you.
Holger. Und wo warst du denn so lang? Von dir habe ich eigentlich erst erfahren, vom Anwalt, vom Früher, vom Papa. Nach der Scheidung, ihr wart wie vom Erdboden verschluckt. Und der Papa hat mir sogar noch suchen geholfen. Aber ich habe euch einfach nicht mehr gefunden.